Gänsehaut, ehrlich. Nein! 10! Wir wollen nicht! Wir wollen nicht schlafen gehen. Woher kennst du den Vers? Überhaupt? Woher kennst du denn diesen Heim? Wie gesagt. Und was sind sie wirklich? Unterdrückte Schuldgefühle. Psychologische Narben. Nichts weiter als verdrängte Sexualkomplexe. Na, riesig. Jetzt ist es mein Schwanz, der mich kaputt macht. Notdienst der Firma Hader? Ja? Ja, wir haben Notdienst, ja. Genau. Und das soll heute Abend noch passieren. Was ist denn genau verstopft? Das wissen Sie gar nicht genau. Aber wir sollen definitiv heute Nacht noch kommen. Ja. Ja, okay, wenn Sie meinen. Ja, geht los. Geben Sie mir bitte einmal Ihre Adresse. Federholz heißt der Ort. Ja. Federholz. Und die Straße einmal bitte? Wie war? Elmstraße? Ja. Elmstraße. Und welche Hausnummer? 1428, ja. Ja, okay. Alles klar. Dann machen wir es da auf dem Weg. Jo, alles klar, bis gleich. Ciao. Elmstraße, dann jetzt los, ey. Ja, ich muss los, hat gerade einer angerufen, muss jetzt wieder los. Willst du einmal einen Film gucken, dann gehen dir wieder alle Haare auf die Nüsse und dann kannst du die Scheiße wieder in die Zähne gucken. Jetzt noch? Ja, klar. Oh Mann, ohne Scheiß? Nee, mit Scheiß. Das ist klar, dann lass los. Ja, fuck. Also such dir das aus, entweder verpisst du dich oder kommst mit. Ja, ich komm mit. Ja? Ja. Du bist eben faules Schwein, komm mal mitkommen. Ja, Mann. Nehmen wir hier sitzen und saufen und mal Bier wegsaufen. Ach, trinken wir eben. Sein Bier. Das ist andauernd, wenn du mal was Geiles vorhast, gehen dir irgendwelche Leute auf den Sack und dann musst du wieder los. Das ist immer so. Darfst dir nichts vornehmen, dann passiert doch nichts. Du musst auch darauf schließen, ne? Das macht auch Sinn. Mann, guck mal, ich bin schon so genervt, dass ich die Tür nicht aufziehe. Mann, Alter. Richtig ätzkram. Richtig ätzend. Sag mal, hattest du nicht mal einen T4-Bus? Ja, der war geil. Der ist schön gerödelt. Das war richtig so oldschool, Mann. Da hab ich immer mit angefangen. Richtig geile Karre, Alter. Ohne Spaß, ey. Echt? Das Ding war der Hammer, ey. Ja, ich bin geschockt. Was ist mit dem passiert? Den haben wir eingemoddet, der wird nicht verkauft. Ja, der Blave Door, wo er ist. Ne? Ja, das ist immer so. Jedes Mal. Guck mal, wenn wir jetzt nichts vorgehalten hätten, dann wäre auch kein Auto. Ich wusste nicht mehr, was da verstopft war. Das ist so ein guter Blick, oder? Ein Sprinter. Manchmal hast du so ein Urin, weißt du so. In der Bude, ja. Kalt in den Keller. Alter, hier soll das sein oder was? Na, weiß ich nicht. Wenn das hier ist, dann soll das hier anscheinend sein. Die Adresse stimmt jedenfalls. Ja. Ich weiß selber, dass das so komisch aussieht. Oh Mann, ey. Digga, ohne Scheiß, wenn ich 5 Minuten wieder da bin, dann war das nochmal 5 Minuten, okay? Ja. Vater. Ja. Wenn ich du wär, ne? Dann wär ich lieber ich. Hallo?
Hallo? Hallo? Hallo? Hey! Laut Robert-Koch-Institut haben 60,8% der Bevölkerung eine Impfung. Immer auf derselbe Scheiß. Impfen hier, impfen da, das LKI meldet. Ey, ich habe sowas von keinen Bock mehr auf diese Scheiße, ey. Time to make